Wir sind zurück. Hallo und herzlich willkommen zu den Hannover Messe Digital Days. Ich habe gleich die beiden ersten Studiogäste bei mir und freue mich sehr auf sie. Sie kommen von der Firma Wöhner. Es sind Alexander Rahn und Mario Engelhardt. Dieses Studio, muss ich zugeben, ist für drei Leute in Corona-Zeiten ein wenig zu klein, weswegen ich mich jetzt hier aus dem Studio verabschiede und überlasse die Bühne den beiden Herren. Herzlich willkommen, Herr Rahn. Herzlich willkommen, Herr Engelhardt. Ja, Alexander Rahn, mein Name. Schönen guten Morgen. Ich bin Teamleiter bei der Firma Wöhner im Vertrieb und ja, seit 15 Jahren dabei und freue mich, heute hier zu sein. Ja, von meiner Seite herzlichen guten Morgen. Mein Name ist Mario Engelhardt. Ich bin Marktmanager bei der Wöhner GmbH und bin für die technischen Fragen der Kunden zuständig. Ja, moin Jungs, moin Mädels. Ups, was ist denn mit der Präsentation los? Wir sind ein paar Folien. Ja, Einstieg etwas vor uns. Ja, moin Jungs, moin Mädels. Wo sind wir denn dran? Ah, heute haben wir eine Dampfmaschine. Was ist denn eine Dampfmaschine? Nein, um Dampfmaschinen geht es selbstverständlich heute nicht. Aber ich fand es einfach ein sehr gelungener Einstieg, weil die Dampfmaschine zu ihrer Zeit einfach eine sehr innovative, Erfindung war, eigentlich nahe schon eine Revolution. Ganz so weit Revolution wollen wir heute natürlich nicht gehen. Aber wir sind schon der Meinung, mit den Lösungen, die wir Ihnen heute zeigen, mit dem Verschmilzen von Systemwelten, dass wir hier ein Füllhorn an Möglichkeiten schaffen, die im Schaltanlagen- und Steuerungsbau einfach ja, neue Lösungsansätze für unglaublich viele Applikationen bieten wird. Und ja, da sind wir einfach sehr gespannt, wie das bei Ihnen ankommt. Und ich würde meinen Kollegen Mario bitten, den ersten Part hier zu nehmen. Hier geht es darum, wie ein Kommunikationssystem mit Motorstarterkomponenten und unter anderem unserem Crossboard-System in Verbindung ist. Und ja, Mario, viel Spaß. Vielen Dank für die Einführung. Ich darf Ihnen zunächst einmal im ersten Teil unseren neuen Hybrid-Motorstarter Motus vorstellen mit IO-Link-Anbindung. Dieses neue vernetzbare Gerät bietet dem Kunden viele Vorteile bei der Auswertung der Motorkenndaten. Der Anwender weiß zukünftig immer Bescheid, was in seinem Motorabgang los ist. Bei der Entwicklung dieses neuen Produktes sind wir dem Credo gefolgt: Power on, Data on. Die Grundlage für dieses neue vernetzbare Gerät bildet unser schon vorhandener Hybrid-Motorstarter. Diesen haben wir schon seit einigen Jahren im Programm und er freut sich sehr großer Beliebtheit bei dem Kunden. Er wird oft eingesetzt für kleine Antriebe bis 3 kW. Und Hybrid-Motorstarter bedeutet, es ist zum einen ein Halbleiter integriert, der den eigentlichen Schaltvorgang beim Starten des Motors übernimmt, quasi verschleißfrei. Und danach, wenn der Motor gestartet ist, übernimmt ein parallel geschaltetes Relais den Dauerstrom. Durch die Kombination aus Halbleiter und Relais kann die Bauform, die Baubreite des Gerätes deutlich reduziert werden. Wir sprechen hier von nur noch 22,5 mm im Gegensatz zu einer Wendeschutzschaltung, die also bis auf 90 mm Breite hat. In dem Gerät selbst sind verschiedene Funktionen bereits integriert zum Starten des Motors, also Linkslauf oder Rechtslauf. Also man kann hier den Motor auch beide Drehrichtungen ansteuern. Man kann also reversieren. Darüber hinaus ist in dem Gerät in der Software eine entsprechende Kennlinie hinterlegt. Das bedeutet, der Motor wird effektiv je nach Einstellung des Motorstroms gegen Überlast geschützt. Für den schlimmsten Fall, für den allerschlimmsten Zustand, dem Kurzschluss, sind Sicherungen integriert und diese schützen das Gerät im Kurzschlussfall. Wir haben also einen kurzschlussfesten Motorstarter hier an der Stelle. Diese können ausgetauscht werden und nach Austausch kann der Motorstarter also weiterhin benutzt werden. Darüber hinaus enthält der Motorstarter funktionale Sicherheit. Man hat hier entsprechend hohes Performance-Level, Performance-Level E. Das Gerät kann also in Nothalt Applikationen eingebunden werden und es ist darüber hinaus auch für das Starten von Motoren im Ex-Bereich zuständig. Man sieht es hier schön in der Animation. Durch die geringe Baubreite von nur 22,5 mm hat der Kunde natürlich ein deutliches Plus ein deutlicher Platzersparnis. Darüber hinaus, wie ich schon erwähnt habe, schaltet der eingebaute Halbleiter im Schaltvorgang quasi verschleißfrei.
Dadurch haben wir eine 10-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Schützen. Und natürlich sind alle Funktionen in einem Gerät integriert. Das bedeutet, der Kunde spart sich auch noch Zeit bei der Vertratung. All diese Vorteile nutzt der Kunde heute schon bei dem vorhandenen Hybridmotorstarter. Und unser Ziel war es, das Gerät noch mehr zu optimieren, noch zu verbessern. Im Gerät selbst laufen bereits heute Messungen ab, auch Fehlererkennungen, und diese ganzen Meldungen und Signale wollen wir den Kunden zukünftig noch besser zur Verfügung stellen. Und deshalb haben wir eine Kommunikationsschnittstelle mit integriert, eine O-Link-Schnittstelle. Und diese Schnittstelle ersetzt die vorhandenen Steuereingänge. Der Kunde hat nun nur noch 3 Leitungen, die er vertraten muss, plus und minus für die 24 Volt Spannungsversorgung und eine Datenleitung für die Datenübertragung. Er hat also im Vergleich zur herkömmlichen Vertratung nur noch 3 Leitungen anstatt 11. Das bedeutet natürlich ein Plus bei dem Vertratungsaufwand. Über die Datenleitung läuft dann die Kommunikation von dem iOiling-Gerät zum Master und der Steuerung. Alle möglichen Meldungen, sei es Fehlermeldungen, aktuelle Ströme, werden über die Datenleitung übertragen. Also hier sieht man es nochmal, aktuelle Meldungen, wie läuft es in dem Motorstarter, was sind für aktuelle Motorströme vorhanden. All diese Informationen bekommt der Kunde über iOLink zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kann er über diese neue Anbindung das Gerät ansteuern, Rechtslauf, Linkslauf, und kann natürlich auch den Nennstrom einstellen. Wie man sieht, hat der Kunde hier also noch mehr Möglichkeiten, mehr Informationsgehalt in seinem Motorabgang, was er bei beim Betrieb, beim Service oder auch bei der Fehlerbehebung in dem Abgang nutzen kann. Wie ist das Ganze aufgebaut? Oder wie wird das Ganze an die Steuerung angebunden? Wir sehen hier mal ganz vereinfacht dargestellt, ganz links eine Steuerung mit dem Feldbus. Hier an der Stelle ist es Profinet. Und dann gibt es eine Verbindung in der Mitte zum Gateway, zum iOLink Master. Und dieser bindet wiederum die iOLink Devices, in unserem Fall den Motus iOLink, an, hier weiß gestrichelt dargestellt. Im Schema wird es auch nochmal ganz deutlich, also hier auch nochmal mit den schwarzen Strichen der Feldbus angebunden, ein Touchpanel, auch wieder eine Steuerung, und hier unterlagert schon mit dem iOLink-Symbolen iOLink Master, und darunter liegen dann auch wieder mit den weißen Strichen die Sensoren und Aktoren, und einer davon ist natürlich auch unser neuer Motorstarter mit iOLink-Anbindung. Man sieht, es ist eine sternförmige Topologie iOLink, und alle Prozessdaten werden übertragen. Das bedeutet, ich habe immer den aktuellen Motorstrom. Ich weiß, wenn ein Fehler auftritt, welcher Fehler auftritt. Und ich kann natürlich das Gerät über iOLink ansteuern. Grundsätzlich hat der neue Hybridmotorstarter die Aufgabe, das sichere Starten und Reversieren von Motoren bis 3 kW. Zusätzlich durch die Kommunikationsschnittstelle steht dem Anwender jetzt hier nun ein weiterer Datengehalt vor. Er weiß immer genau, was in seinem Abgang los ist, und er kennt alle Daten und hat die verschiedenen Ströme. Das Gerät gibt es zum einen für 4 verschiedene Systeme. Das erste System haben wir bereits gesehen. Hier auch noch in unserem Sammelschienensystem 30 kompakt und hier 60 mm Schienensystem, unser Hauptschienensystem. Dann kommt das Gerät mit einem entsprechenden Sammelschienenadapter, der die direkte Verbindung zum Hauptstromkreis zum 400 Volt zur Verfügung stellt. Darüber hinaus gibt es noch eine Variante für die Dientragschiene. Das wäre dann eine Standalone-Lösung. Und hier nochmal alle Systeme aufgeführt, angefangen ganz links von unserem Crossboard. Zusammengefasst lässt sich sagen, iOLink, die Vorteile, es ist natürlich ein offener Standard, eine bereits vorhandene Schnittstelle und wird von vielen Firmen bereits genutzt. Es gibt schon viele Geräte dafür. Der Kunde hat natürlich eine deutlich einfachere Vertratung, dass er jetzt an dieser Stelle nur noch 3 Leitungen benötigt, wie bisher 11. Darüber hinaus kann man über die Beschreibungsdatei, die IODD, das Gerät einfach in die Steuerung implementieren und die komplette Kommunikation, Parametrierung, Steuerung erfolgt über iOLink. Dadurch bekommt der Kunde natürlich einen deutlich höheren Datengehalt. Bei unserem Gerät ist es darüber hinaus noch so, dass alle Seiten, also sowohl die Seite zum iOLink Master als auch die Seite zum Motor, mit steckbaren Klemmen ausgestattet ist, und dadurch hat der Kunde einfach Vorteile bei der Installation und beim Austausch der Geräte. Zusammengefasst lässt sich sagen, er hat durch den neuen Motus mit iOLink-Schnittstelle deutlich mehr Informationen aus seinem Motorabgang, die er für den Bereich Betrieb, Service und Wartung nutzen kann.
Nun möchte ich übergeben an meinen Kollegen Alexander Rahn, der sich nun etwas mehr mit der Hardware beschäftigt und die Verbindung von zwei Systemen zu einem Produkt beschreibt. Ja, vielen Dank, Mario. Das war Dampfmaschine Nummer 1, jetzt kommt Dampfmaschine Nummer 2. Wir haben gerade schon ein Stück weit das Crossboard-System kennengelernt, was die Basis ist für den Motus eines der Systeme, auf das man ihn draufsetzen kann. Wir werden jetzt sehen, wie wir das Motus-System in unser bestehendes 185 mm System Power integrieren und hier eine Fusion der Systeme schaffen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die uns zugucken, unsere Produkte oder unsere Systeme kennen von vorhergehenden Messen, dass sie die Produkte schon eingesetzt haben in der Vergangenheit. Aber es kann ja auch sein, dass Teilnehmer dabei sind, die es noch nicht kennen. Dafür würde ich noch mal kurz gerne so die Kenndaten des Systems zusammenfassen. Wir sehen das hier. Ist etwas empfindlich, der Pieper mit dem Weiterblättern. Wir sehen das hier. Es ist im Prinzip erstmal gesehen, es ist ein handelsübliches 185 mm Schienensystem. Was wir gemacht haben, wir haben das Ganze in ein Kleid gepackt, was es ermöglicht, dass wir einen Berührungsschutz um das Kupfer haben und dass die Komponenten entsprechend durch das Kunststoff durchkontaktiert werden. Das funktioniert hiermit, ich habe es mal mit so einer kleinen Klemme mitgebracht, die sitzt hinten im Produkt durch und kontaktiert hier mit so einem Kamm durch das Kunststoff durch und schafft somit die elektronische und die mechanische Verbindung. Neben bekannten NH-Lastrennleisten, die es ja schon länger im Portfolio bei uns gibt, haben wir das Ganze in dem Zuge erweitert um eine ganze Reihe von Direktanschlussklemmen, ob ein- oder dreipoliger Art. Wir sehen das hier auf der rechten Seite im Bild. Natürlich auch unter dem Deckmantel, dass alles berührungsgeschützt ausgeführt ist und dass wir Ihnen die Arbeit abnehmen wollen, um hier irgendwelche Lösungen zu realisieren und hier mit Abdeckungen zu arbeiten. Das nächste, was wir gemacht haben, was man aus unserem kleineren System, dem 60 Classic, schon kennt, ist, dass wir die Adaption für Kompaktleistungsschalter geschaffen haben. Wir haben zum einen die Einheit ganz links im Bild, das ist die Version von 630 bis 1600 Ampere und daneben der kleinere Bruder im Prinzip, der von 400 bis 630 Ampere arbeitet. Und hier kann man wirklich flexibel, ob es ABB, Siemens, Eaton oder Schneider Electric ist, also ich sag mal, die bei uns gängigen Leistungsschalter lassen sich hier sehr schnell und einfach integrieren. Links neben dem kleinen Adapter finden wir jetzt das eigentliche, ja, mittlerweile kann man schon sagen, das eigentliche Highlight des Systems, das ist der Lasttrennschalter mit NH-Sicherung. Wir haben im Gegensatz zu den normalen NH-Lasttrennleisten, haben wir hier ein fremdgefedertes Sprungschaltwerk drin, was einfach eine benutzerunabhängige Schaltung erreicht und auch eine Doppelunterbrechung. Dadurch haben wir in dem Moment, wo wir freigeschaltet haben und den Deckel öffnen, immer innerhalb des Geräts alle Kontakte spannungsfrei und somit einfach einen deutlichen Gewinn an Sicherheit innerhalb der Anlage oder beim Sicherungswechsel. Ja, das einfach mal mit ein paar Worten kurz und knapp erläutert. Daraus ergeben sich einfach eine Reihe von Vorteilen. Das erste natürlich die Modularität, alles aus einer Hand. Wir haben die unterschiedlichen Produkte, die sitzen alle auf einer Basis, können unterschiedlich positioniert werden. Ich kann an der einen Stelle einen Teil wegnehmen, ein anderes hinsetzen, also sehr modular. Das Thema Sicherheit natürlich an erster Stelle durch das abgedeckte Schienensystem mehr Personensicherheit und durch die Doppelunterbrechung bei der Lastschaltleiste einfach mehr Sicherheit beim Sicherungswechsel. Wir haben das Thema Effizienz, einfach durch die einfache Konstruktion und den Aufbau für Planung, Konstruktion und Einkauf einfach hier ein komplettes System, was sehr durch seine Modularität halt einfach in der Planung und im Aufbau ist. Thema Messen, was ich gerade noch nicht gesagt habe, in nahezu alle Produkte von uns gibt es die Möglichkeit, Wandler zu integrieren, ohne zusätzlichen Platzbedarf irgendwo auf der Sammelschiene freizugeben, also eine zukunftsgerichtete Lösung, gerade zum Thema Energiemanagement nach 50.001, was ja immer mehr in aller Munde ist, lässt sich hier mit unseren Lösungen komplett umsetzen. Das Thema Ordnung, genau wie auch das Thema Modularität, die Produkte sind aufeinander abgestimmt, geben ein stimmiges Bild ab. Ordnung suggeriert an der Stelle einfach auch eine gewisse Innovation und eine gewisse Qualität, die hiermit einhergeht. Thema Kompatibilität, sagte ich gerade schon, bezieht sich sehr stark auf die Adapter. Einfach, weil wir die Möglichkeit haben, das, was am Markt an Leistungsschaltern
zurzeit üblich ist und verwendet wird, auf sehr einfachen und schnellen Weg auf unserem System zu platzieren. Also wie gesagt, ABB, Siemens, Eaton und Schneider Electric lassen sich sehr einfach und schnell in das System integrieren. Ja, und natürlich das Thema Einfachheit. Also einfach, wenn ich mir die Klemme angucke, Kupfersystem, ich brauche nicht mehr zu stanzen, ich brauche nicht mehr zu bohren, weniger Aufwand in der Werkstatt, das einfach hier unter dem Deckmantel Einfachheit. Das wird hier an der Stelle auch nochmal ein bisschen deutlich. Wir sehen das hier, wie das System aufgebaut ist. Rechts und links ein Schienenträger. Abstand ergibt sich aufgrund der Kurzschlussfestigkeit, die Sie benötigen. Sie können auch jederzeit einen Mittenträger setzen. Die Produkte sind fast alle in der Lage, diesen Mittenträger zu überbauen, sodass wir eine geschlossene Hülle oberhalb des Schienenträgers haben und dann hergehen können und die Schienenträgerabdeckung und diese 100 mm breiten Crosslink-Abdeckung entsprechend auf dem Sammelschienensystem zu platzieren, modular so breit, wie es der Kunde braucht und damit halt das System berührungssicher abgedeckt habe. Und was wir auf dem Bild im Hintergrund sehen, ist noch die Abdeckung, die ich hinten noch komplett setzen kann, wodurch ich es erreiche, dass die Phasen wirklich gegeneinander abgeschottet sind. Also nicht nur mehr Personensicherheit, sondern auch mehr Anlagensicherheit. Dass einfach mal ein Werkzeug, ein Draht reinfällt, was wir auch ab und an hören, dass sich Nagetiere in den Anlagen verirren und einen Phasenschluss erzeugen. Das ist mit diesen Abdeckungen nahezu ausgeschlossen. Und so haben wir mehr Sicherheit auf dem System auf eine relativ einfache Art und Weise. Also wir können das Anlagenniveau hiermit einfach weiter nach oben heben. Ja. Damit ein Überblick über das 185er-System. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema. Crossboard sehen wir hier im Bild links. Das ist unser kleines, kompaktes System bis 125 Ampere. Daneben die Heavy-Metal-Version 185 Power, wirklich für große Ströme bis 2500 Ampere. Diese zwei Produkte werden jetzt im Prinzip, oder diese zwei Systeme miteinander verbunden, indem wir einen Adapter haben, auf dem wir vorne diese zwei Crossboards drauf haben. Ich halte es auch einmal kurz in die Kamera. Also das ist unser EQUIS 185 Power Basissystem Adapter. Wir haben hier im Prinzip zweimal ein Crossboard drauf, 100 mm Baubreite. Das Ganze kann ich umbauen, Anschluss oben, unten, wie ich es brauche. Wir haben hinten auch die Stromwandler integriert und damit halt genau wie bei den anderen Produkten einfach auch eine zukunftsträchtige Lösung. Und ich kann dieses Produkt entweder mit den Klemmbügeln auf das abgedeckte System setzen oder einfach konventionell auf gestanztes Kupfer entsprechend schrauben und habe hiermit alle Möglichkeiten, ja, die ich an der Stelle in einer Schaltanlage oder hiermit bieten sich neue Möglichkeiten innerhalb einer Schaltanlage. Ja, was für neue Möglichkeiten bieten sich? Hier kann man sich im Prinzip an dem kompletten Portfolio, was wir im Bereich Crossboard haben, bedienen und diese Lösung im Bereich 185 Power zukünftig einsetzen. Als allererstes denke ich da natürlich an das Thema NH-Technik, was in diesem Bereich das absolute Tagesgeschäft ist. Wo ich heute aber die Möglichkeit habe, eine NH1-Leiste oder zwei NH00-Leisten einzusetzen, habe ich jetzt die Möglichkeit, vier Abgänge zu schaffen auf der gleichen Baubreite. Und das ist natürlich, was das Thema Platzersparnis angeht. Und das höre ich in jedem meiner Kundengespräche, ein absolutes Top-Argument. Also vier NH 3x0 Abgänge bis 80 Ampere. Dann, was wir gerade beim Mario schon kennengelernt haben, elektronische Komponenten. Bisher ein Unding, darüber nachzudenken, die auf dem 185er-System zu integrieren, ist jetzt auch kein Problem. Über unsere Crossboard-Schnittstelle funktioniert es. Wieder einen halben Schritt zurück in den Bereich Schaltanlagenbau. Neben der NH-Technik werden hier natürlich auch häufig Leistungsschalter unterschiedlicher Größe eingesetzt. Wir haben ja schon gewisse Komponenten. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, durch die zwei kleinen Adapter auf dem 185er-System hier und hier jeweils diesen Adapter für Leistungsschalter bis 160 Ampere draufzusetzen und ja, damit einfach auch wieder eine sehr kompakte und innovative Lösung umzusetzen. Hinzu kommt, was aus unseren anderen Systemen sowieso bekannt ist, die EQUIS Adapterfamilie mit ihren zahlreichen Möglichkeiten, unterschiedliche Komponenten auf das System zu integrieren. Und dann, was ich gerade vergessen hatte, wir haben unten an dem Produkt zweimal eine Hutschiene implementiert. Hier oben nochmal die Möglichkeit,
mit selbstschneidenden Schrauben eine DIN-Tragschiene zu integrieren und somit einfach auf das komplette Portfolio, was wir am Markt der unterschiedlichen Hersteller haben, hier auf Produkte zurückzugreifen und die hier auf dem Adapter zu integrieren. Eine Idee, die wir von Kunden gehört haben oder wo wir mit Kunden bereits gesprochen haben, ist natürlich, was in dem Bereich einfach auch ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Blitz- und Überspannungsschutz. Auch hier ist natürlich vorstellbar, dass das über so einen Adapter direkt auf unserem Systemadapter platziert wird und somit auch wieder Platz, den ich an anderer Stelle vorsehen muss, wegfällt und ich das Ganze direkt in das System integrieren kann. Ja. Neben der offenen, unbestückten Version gibt es auch noch einen weiteren Artikel, wo wir sagen, wo das Thema Montagezeit, Modularität, Aufbaufreundlichkeit für unsere Kunden einfach wieder zum Tragen kommt, ist, dass wir diesen Adapter auch komplett vorbestückt mit den NH-Trennern inklusive Verdrahtung und den Anschlussklemmen anbieten werden. Das heißt, da wo Sie heute überlegen müssen, okay, wie bekomme ich 4 Abgänge realisiert, was kostet mich das für Zeit? Und wie viel Platz brauche ich dafür im Schaltschrank, haben Sie jetzt im Prinzip eine Artikelnummer, die Sie ziehen können, bestellen. Lagerhaltung ist an der Stelle auch ein wichtiges Thema und habe hier eine platzsparende Lösung ohne großen Montageaufwand, die man halt so in die Anlagen entsprechend einbringen kann. Stromtragfähigkeit mit 4x80 Ampere denke ich auch sehr interessant, weil das eine große Range abdeckt. Die Verdrahtung ist entsprechend inkludiert. Klemmbügel haben wir unten, ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe, für Kupfer und Alu bis 50 Quadrat. Also in der Leistungsklasse auch vollkommen ausreichend. Und natürlich, wie gerade auch schon gesehen, die Möglichkeit, die Stromwandler entsprechend zu integrieren. Ja, hier sieht man das Gerät auch nochmal von der Seite. Und jetzt im Prinzip, wie sich das Gerät in die bestehende Lösung integrieren lässt. Also ich denke mal, hier sieht man sehr gut, wie sich das neue Produkt in das Portfolio, wie es sich ergänzt, wie es reinpasst. Und ich bin wirklich hochgespannt, wie vor allem der unbestückte Adapter bei dem Kunden ankommt, was Sie hier für Lösungsansätze sehen. Weil erfahrungsgemäß machen wir uns Gedanken, wie können die Produkte eingesetzt werden. Und die Applikationen, mit denen die Kunden arbeiten, die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen, gehen da noch viel weiter auseinander. Und da werden wir sehr oft überrascht, wie unsere Produkte eingesetzt werden. Und hier wirklich schaue ich hochgespannt auf die Diskussionen, die da in Zukunft mit den Kunden anstehen und wie und was für Lösungen sie da realisieren werden. Ja. Somit wäre ich mit meinem Teil eigentlich auch schon wieder durch. Kann noch mal kurz an den Mario übergeben, der noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen wird. Genau, vielen Dank. Also ich möchte noch, oder ich darf noch ein weiteres Wöhner-Highlight ankündigen. Und zwar möchten wir Ihnen auf der SPS in Nürnberg im November, wenn wir uns dann wieder persönlich treffen können, einen neuartigen Motorstarter vorstellen. Ein absoluter Game-Changer in seinem Bereich. Kommen Sie zu uns auf den Messestand, lassen Sie sich von unserem neuen Gerät inspirieren. Ja, danke Mario. Ja, das war sehr viel in kurzer Zeit. Ich hoffe, wir haben Sie aber entsprechend gut informieren können und auch ein bisschen unterhalten können vielleicht. Und ja, stehen für weitere Fragen natürlich bereit. Ich sehe hier auf dem Board gerade nichts. Aber wir haben auch noch 2 Kollegen, die im Messechat heute noch den ganzen Tag zur Verfügung stehen bis 19 Uhr. Sie können im Nachgang natürlich auch sehr gerne auf uns beide direkt zukommen. Über die Messe-Homepage finden Sie unsere Kontakte entsprechend. Und ja, wir freuen uns einfach auf sehr viele weitere interessante Gespräche zu den Sachen, die wir Ihnen vorgestellt haben oder generell zu den Themen, die wir sowieso im Portfolio haben. Und ja. Würden uns aber auch freuen, Sie nächstes Jahr wieder persönlich auf der Messe begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank. Dankeschön.